Herzlich willkommen und moin moin zur zweiten Folge von Anno 1800. Wir sind immer noch in unserem schicken kleinen Städtchen und beim letzten Mal habe ich euch ja versprochen, es gibt neue Einwohner und das werden wir jetzt gleich mal machen. Ja, wir fangen direkt hier am Stadtzentrum an. Das wird so ein bisschen organisch hier rumwachsen. Die höchsten Bevölkerungsstufen sind um die wichtigen städtischen Gebäude angesiedelt. Schließlich bekamen die dumme Kuh. Sie haben ein neues Und jetzt fangen wir an. Ziel erreicht. Bauen hier Backsteinhäuser ohne Backstein. Auch gut. Zack, zack, zack. Haben wir hier gleich das erste Fältchen voll. Und Schiggy sind sie. Ehrliche Arbeit. Ja, mehr wollen wir nicht. Genau. Und schon brennt's, ja. Scheiß die Wand an. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, das. Wir gucken uns das mal hier. Ego-Perspektive. Zack. Fahr mal den Feuerwehrwagen hinterher. Los! Spielstand gespeichert. Bisschen gaffen. Ja, was ich in der echten Welt verabscheue, wenn wir hier liebend gerne machen, ist halt schon cool. Der dackelt jetzt tatsächlich los, holt seinen Schlauch. Ja gut, ob man jetzt direkt durch die Kanne hier durchlöschen muss, sei mal dahingestellt. Aber er ist fleißig. Wie, war's das schon? Diggi, wollte gerade sagen. Oh, da sind sie auch fleißig. Hier mit so einer Druckpumpe. Das halt. Ist halt echt was los hier, ne? Und weiter geht's. Ab zum nächsten. Hier brennt die halbe Stadt. Los! Der Großbrand von 1800. Die Stadt ist in Gefahr. Beeilt euch! Ja, erstmal eine Runde duschen. Hey, Schlimmer. Oh, heiße Büchse. Ja, schnell! Bevor die Reizwäsche verbrennt. Fehlt mir tatsächlich in allen Anno-Teilen so ein Freudenhaus. Ja, hier sind denn die Grenzen des Ganzen. Gut zu sehen, man kann einfach einmal durchglotzen. Alles ist Feuer gleich gewäscht. Die Reizwäsche lebt noch. Und das Backsteinhäuschen ist dann auch wieder aus. Laternen. Ich finde ja diese alten Laternen sowieso total geil. Ein Albtraum. Aber gleich ist geschafft. Na komm. Gib alles. Die Flammen wurden gelöscht. Ja. Und wir waren live dabei. Wie cool ist das? Zack. Raus aus der Ego. Und weiter geht's. Na, hier sieht man sie dann auch. Ich hätte hier jetzt noch. Oh, sieht sogar. Zwei in der Freiwilligen Feuerwehr. Ne, also ich hätte noch einmal so einen ganzen Löschzug mobilisieren können. Ne, gerade so, wenn Fabrikbrände und sowas sind, dann ist das nachher ganz sinnig. Aber jetzt haben unsere Leute erstmal Bedürfnisse. Man muss hier auch mal ein bisschen den Vorrang einräumen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Ziegelsteinen an. Weil das wird nachher so die grundlegend wichtigste Ressource. Ziehen den Weg lang. Aber eine schicke Lehmgrube dahingesetzt. So, die braucht tatsächlich 30 Sekunden, um einmal Lehm abzubauen. Und die brauchen eine Minute, um daraus Ziegelstein zu brennen. Deswegen kann eine Lehmgrube zwei Ziegeleien versorgen. Ne, da wir für fast alles jetzt hier Stein brauchen. Hier. Wo stand denn das nochmal? Gut, hierfür brauchen wir jetzt nur Bretter, aber hier geht's schon los, da brauchen wir schon Stein für die weiterverarbeitenden Gebäude. Und deswegen bauen wir hier gleich zwei hin, weil sonst müssen wir ewig warten und wir wollen auch irgendwann Steinwege haben. Von daher ist das so schon ganz gut. So, ich werde mir hier jetzt auf jeden Fall erstmal das Lagerhaus auf die Schnellauswahl-Tasten packen. Hier kommt der Marktplatz hin, den wir nicht ganz so oft brauchen, aber das Ding brauchen wir wirklich ständig. Und dazu gibt es einen lecker kleinen Marktplatz.
Zack. Oh, ich glaube, ich das ganz cool finde. Wenn ich das so mache. Ein bisschen reinziehen. Ja, das finde ich schick. Nachher können wir da noch ein paar Destillen oder sowas hinsetzen. So, haben wir erstmal für Steine gesorgt. Das ist ja ein guter Anfang. Jetzt haben wir vorhin schon gesehen, brauchen die Leute Wurst. Lecker, lecker Wurst. Und danach dann schon relativ bald Brot. Aber wir fangen mit dem Besseren von beiden an, wie ich finde. Mit Wurst. So, hierhin werden wir die Stadt expandieren. Oh, es ist alles so eng hier. Das nervt mich. Ich glaube, wir werden das hier machen. Trennen hier nochmal ein Stückchen ab. Dann machen wir hier die Wurst hin. Ja. Ne, und hoffen einfach mal, dass das Lagerhaus das auch noch abgreift nachher. Und dann fahren wir an mit so ein paar Schweinefarmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die sind, aber ich glaube, zwei Felder haben die. 2x3. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Schicki. So, das Ding braucht 1 Minute für ein Schwein und 1 Minute für eine Wurst. Und da wir ja mal ein bisschen auf Vorrat bauen, machen wir da gleich 2 Stück von. So. 1, 2, 3, 4 und die 5. Finde ich halt auch cool. Also ist jetzt eine große Schweinefläche eigentlich. Da ist kein Zaun zwischengezogen. Das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Also es macht die Optik einfach nochmal eine Nummer schöner. Es ist, als wäre das jetzt eine große Schweinemasseanlage. Ich mag das. Also ich kann mich wirklich ganz Tag an diesem Spiel erfreuen. Ich finde das wirklich genial. Aber uns fehlen schon wieder Bauern. Der Pöbel haben wir nicht genug von. Also ran dran, jeder wie er kann. Zack. Haben wir noch eine Reihe hier lang gezogen. Weg rum. Und alles schicki. Überhaupt kein Problem für uns. So, haben wieder ein bisschen Personal. Dann brauchen wir für die Weiterverarbeitenden tatsächlich schon. Na, wie heißen sie? Arbeiter. Aber wir haben 0 Arbeitskraft. Wieso haben wir 0 Arbeiterarbeitskraft, obwohl wir Arbeiter haben? Wohnt hier keiner oder was? Brauchen wir hier auch schon Arbeiter? Nö, hier brauchen wir Bauern. Ach, die brauchten wir schon für unsere Ziegel. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen ausbauen. Ne? Wie angekündigt. Ich glaube, hier gibt es auch ein Tool zum Aufrüsten. Und ja, Ausbautool. Sie haben Zack. Ein neues Zwischenziel erreicht. Das ist doch schön und jetzt fehlen uns die Bauern, nämlich schon. Verdammte Axt. Das heißt, wir werden jetzt hier anfangen, unsere Bauernkolonie so ein bisschen hochzuziehen. Ne, weil irgendwo müssen die ganzen Bauern hierher kommen und irgendwo müssen sie auch leben. Und wir lassen die hier hinten schön einziehen. Zack. Hier kann am Ende der Pöbel leben von mir aus. Was ist los? Jetzt habe ich nicht genug Bretter. Das ist suboptimal, aber wir können schon mal planen. Lass uns das Ganze ein bisschen schneller laufen. Ja, und bei den Bauern, da baue ich auch nicht ganz so hübsch. Ne? Die kriegen zwar auch hier so ein bisschen Deko-Gebäude, aber das Ausmaß wird ein anderes sein. Und dann müssen wir mal gucken. Wie ordnen wir die an? Also auf jeden Fall hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, das reicht uns erstmal. Ja, ihr habt keine Straße. Hört auf zu maulen. So. Hast du eine Straße? Ich wollte gerade sagen, ey. Ist langsam mal gut. So, dann haben wir das schon mal wieder gelöst. Aber wir müssen das hier relativ schnell bauen. Putz, weil sonst ziehen wir die wieder aus. So. Schon haben wir hier unseren kleinen Bauernstaat, aber die brauchen noch eine Taverne. Sonst werden die miesmütig. Und noch mehr Platz. Wir haben hier mehr Platz. Also bauen wir hier
Taverne hin. Dazu gibt es noch ein Feuerwehrhaus, weil wie gesagt, es brennt einfach ständig. Zack. Ziehen hier unseren Weg rum. Und dann können die da gemütlich leben. Und wir haben Arbeitskraft. Und vor allem nachher hier nicht so hässliche Popelbauernhäuser. Weil die machen das Stadtbild echt irre kaputt. Ich finde die voll hässlich. So, und jetzt haben wir auch genug Steine. Das heißt, wir können anfangen, hier unsere Wurst zu machen. Nom nom nom. Was ist das hier? Ja, das ist doch... Also, als wäre es dafür gemacht, ne? Zack. Zack. Und weil wir nachher noch mehr Wurst brauchen... Nutzen Sie es weise. Ach, hier haben wir gleich noch ein kleines Geschenk. Ist ja auch nett. Machen wir einmal so. Und gehen einmal in den Blaupausenmodus. Und sagen schon mal, hier ich musste gerade an dich denken. Wollen wir nachher auch Metzgereien haben. Dazu gibt es hier hübsche Straßen. So. Und die sitzen so. Und da können wir noch ein paar Bäume oder sowas vorsetzen. So. Damit es ein bisschen schick ist. So, hier machen wir das nachher ähnlich. Ziehen jetzt mal einen Weg rum. Nicht mal Handel treiben, nur für den Fall der Fälle. Für 9000 willst du Handelsrechte haben. Oh, fick dich. Du meine Güte. Sei halt nicht so garstig. So, jetzt sind wir schon an dem Punkt, ne? Auch das Häuschen hier kommt schnell an seine Grenze, gerade durch den relativ langen Laufweg. Wir holen uns also einfach, zack, einen extra Karren. Größeres Lagerhaus. Wir können hier drin einlagern. Läuft. So, das gleiche müssen wir eigentlich hier gleich mal machen. Aber da brauchen wir jetzt wieder 20 Steine für. Ärgerlich, aber geht nicht anders. So. Jetzt haben wir tatsächlich vorerst... Ne, eine Kirche wollen die da haben. So, die würde ich auch wieder so ein bisschen schick drapieren. Ne, hier haben wir sowieso schon... Für alles, was ich hier fände, gebührte dir der Dank. Du willst eine neue Insel, Bill? Ja, komm, lass dich nieder. Wie schön, dass du mir dieses Fleckchen Erde überlassen hast. Bevor du mir hier Stress machst, bist du eine Süße, ne? Ja, pass auf, ersprossen. Ich möchte daran glauben, dass sie ein Gewissen haben. So, ziehen wir hier die Straße hoch und dann gucken wir mal, wie wir die Kirche hier reinsetzen. Das wäre 3-4, das wäre 3-2. Wir lassen davor ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. Putzen. Erstmal nur in der Blaupause und dann ziehen wir noch eine Straße rum. Wieder zwei Felder frei. Mal hier Straßenanbindung ran. Ja, weil die so leicht schräg steht, darf die von mir aus sogar ein bisschen größer sein. Und vor allem haben wir hier hinten noch eine. Damit die hier auch vernünftig rankommen. Ne? Weil sonst haben wir wieder das Einflussbereichsproblem. Hier seht ihr es. Da ist schon echt Kotzgrenze. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich irgendwie nochmal eine bauen müssen. Obwohl, dann könntet ihr auch einen Schritt nach hinten. Machen wir auch. Wir setzen die hier hin. Planung ist alles. Ich sag's euch. So. Wir wollten aber drei Felder. Wenn wir eh zwei bauen müssen. Zwei Felder ab statt zur Straße. Und von mir aus freigegeben. Drei nach vorne, ja, drei nach vorne. Ja, das war halt die Vorgabe durch die Häuser, ne? Machen wir auch wieder so. So. Und setzen dann den entsprechenden Weg daran. Zack. 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 Und dann ist das gleich schick. Jetzt können wir die bauen. Da sitzt sie. Und der Scheiß hier kommt jetzt mal weg. Hier machen wir eh keine Allee mehr lang. Das ist nämlich Blödsinn. Und da wir gerade ein bisschen Ü haben, wohl, wie viel Einflussbereich hat die jetzt? Ja, hier kommt die schon kaum noch hin. Das heißt, wir bauen hier unten noch eine. Weil wegen schick. Die wird ein bisschen weniger pompös. Ja, hätte ich gerne den Platz für Tier nachher, den bis früher keinen Bau. Nicht länger warten. Ja, komm, stellen wir nichts an.
Das Problem ist mit diesem Freiplatzieren. Da sieht man nicht, wie weit die ihren Einflussbereich hat. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal hin. Denn wie gesagt, das Ganze ein bisschen weniger pompös. So. Es fehlt, Stein fehlt da erstmal noch. Und dann sind die auch alle relativ gut versorgt, möchte ich behaupten. Ja, wir sollten da wenig Probleme kriegen. So, jetzt können wir auch schon Segeltuch bauen. Ja, dass wir langsam mal unsere Flotte vergrößern können. Wir werden nämlich bald die ersten Handelsrouten brauchen. So, davon haben wir genug. Das heißt, wir brauchen noch eine neue Schäferei. Das machen wir auch gleich. Oh, hier ist mir die Symmetrie wieder recht wichtig. 1, 2, 3. Und was fehlt denn? Achso, ich bin noch im Blaupausenmodus. Zack, hochgezogen. Und weil es so schön passt, würde ich sagen, produzieren wir hier das Tuch. Ja. Und zack, fehlt es an Arbeitskraft. So schnell kann es gehen. Und unsere Bilanz ist auch erstmal wieder im Eimer. 84, ja, ein paar können wir aufrüsten. Hier an einem. Zack, zack. Aufpassen, dass uns die Arbeitskraft nicht ins Negative abrutscht. Wir müssen gleich mal unser Pimmeldorf da hinten ein bisschen ausbauen. So, damit können wir leben. Und dann setzen wir hier einfach Häuser nach. Zack, zack, zack. Und ich denke mal, ein paar Bürger, nee, Arbeiter heißen sie hier, werde ich hier nachher auch hinbauen, einfach des Stadtbildes wegen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir es hier haben. Und da haben wir auch schon wieder eine neue Aufgabe. Na, was wollt ihr? Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Ja, immer dasselbe mit dem alten Herold. Wir haben unser Protest für den 19. geplant, aber nein, er geht am 19. ganz allein. Sein schlechtes Gehör kostet uns noch unseren Ruf. Bringen Sie ihn bitte zum Schweigen. Mauer glatt. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. So, jetzt müssen wir mal raufgucken. Die aufständischen Arbeiter ziehen mit Plakaten durch die Straße. Ja, die finden wir dann recht leicht. So groß ist die Hütte ja noch nicht hier. Das sollte doch recht easy werden. So viel dazu. Obwohl, können ja jetzt auch hier oben sein. Aber ich sehe keinen demonstrieren. Was ist denn hier los? Wo kommen wir denn Produktions... Das sind die Auftraggeber. Na, wo sind unsere Demonstranten? Da war einer. Hey, Sie haben Wort gehabt. Ja. Selbstreparatur plus 300%. Das ist ganz cool. Das ist nachher so ein Hafengebäude. Also fürs Hafengebäude, das wir da bauen werden. Jetzt können wir hier gleich erstmal unsere Kirche bauen. Weil wir gleich genug Steine haben. Na komm. Gib mir zwei Ziegel. Hier ist richtig Betrieb. Meine Fresse. Ist hier Action. Zack, steht die zweite Kirche. Hier ist richtig was los. Ein Feuer ist ausgebrochen. Hier brennt schon wieder die halbe Stadt. Ja, da hinten ist die Brandabdeckung doch auch nicht mehr die beste. Ich glaube, ich werde hier hinten dann nochmal eine Feuerwehr platzieren. Diesmal ein bisschen anders. Wir machen das gleich. Ne, bevor das hier alle Nase lang brennt. Die Flammen wurden gelöscht. Das ist doch gut. So. Ne, da sorgen wir nachher gleich für die Anbindung. So, 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier kann der Weg hin. Zack. Und da setzen wir dann wieder. Auch schon neue schöne Sachen. Nö. Gut, aber wir haben eine neue Sache. Und da ist die Verdrängung der Maus leer. Zack, einmal angestöpselt. Weiter geht's. So, wir können jetzt Brot backen. Lecker, lecker Brot.
Und das würde ich sagen, machen wir auch gleich. Und eins kann ich euch schon mal sagen, man braucht so ficke viel Weizen am Ende, dass wir da echt eine Ecke nehmen werden. Ich glaube, die hier, wo echt sau viel Platz ist. Also wirklich sau viel Platz. Ne? Gehen wir gleich mal mit einer Straße rüber. Ihr werdet auch sehen, die brauchen relativ viele Felder. Und dann fangen wir hier gleich an. Zap, zarab, die erste Farm. Na nun. Spielstand Achso, gespeichert. Okay. So, 144. Ne, Maggot auch instant rum. Ich habe kein Warenhaus. Kriegst du gleich. Hör auf zu maulen. Es geht darum, dass du erstmal produzieren kannst. So. Zack, gleich eins direkt daneben. Dann machen wir das so schick wie möglich haben. 34. Ah. Halb so wild. Zack. So, die braucht eine Minute, um ein Getreide zu machen. Und die Mühle braucht 30 Sekunden, um daraus Mehl zu machen. Das heißt, wir haben hier erstmal zwei Getreidedinger für ein Mehl. Und der Bäcker braucht eine Minute, um daraus Brot zu backen. Das heißt, wir brauchen zwei Bäckereien für eine Mühle. Und es mangelt an Arbeitskraft. Ja, es mangelt an Arbeitskraft, das ist mir bewusst. Erst brauchen wir aber ein Lagerhaus. Machen wir erstmal da oben hin. Dann werden wir da hier so unsere Bäckereien ansiedeln. Obwohl, wie schön ist das Gebäude? Ah, nicht schön genug für einen Hafen, glaube ich. Ziehen wir hier unsere Bäckereien lang. Zack. Und erstmal reicht jetzt das. Ja, du hast kein Mehl, das kriegst du gleich aber ran. Sobald wir hier ein bisschen für Arbeitskraft gesorgt haben. Zack, 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 zack. Zack, zack. Das sollte sich jetzt ein letzter Blick. Schnell ich haben, aber was hat denn unsere Zeitung? Ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Ach komm! Ist jetzt echt so schlimm, dass ich hier ein bisschen. Oha, hier werden schon fleißig Anteile geh und verkauft. Es mangelt an Arbeit. Ja, bekommt ihr gleich. Ja, Bankrotterklärung. Ragnar ist in den Miesen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gerichtsvollzieher kommen, um Möbel und Tapete abzuholen. Das ist totaler Blödsinn. Ich danke Ihnen. Ne? Aber ich gebe auf die Zeitung tatsächlich relativ wenig. Ne? Weil ich habe hier 50.000. Ich bin eigentlich auch im Plus. Von der Sache her alles easy peasy. Was wir jetzt mal gucken könnten, ist, wie die Warenstände so sind. Und das kann ich tatsächlich gar nicht hier, sondern hier. Dann haben wir hier unsere Konsumgüter.